Huhu Leute, ich bin Flasher, willkommen zu Let's Play Limbo. Im letzten Video haben wir mit ein paar Zahnrädern die komplette Welt Kopf gestellt und alles hat sich gedreht. Jetzt stehen wir endlich wieder still und wir wollen hier das nächste Rätsel lösen. Ich gehe hier direkt mal runter. Das hier ist wie so eine Art Magnetbahn. Ihr seht, die Kiste steht jetzt hier und wir können die auch nicht bewegen, es sei denn, wir machen den Magneten aus. Dann kommt die Kiste hier runtergerollt. So. Jetzt wollen wir aber natürlich die Kiste, um an die Leiter zu kommen. Darum werde ich jetzt hier auch mal die Kiste hier abstellen und jetzt schnell den Magneten anmachen. So, jetzt gucke ich mal. Jetzt steht die Kiste nämlich wieder still. Gucke ich mal, ob ich von der Kiste an die Leiter springen kann. Ja, kann ich sehr gut. Was ich auch ziemlich cool finde, sobald wir die Magnetbahn anmachen, ich kann es mal kurz zeigen, bewegt sich auch hier diese Lampe, die dann wirklich zu dieser Bahn hingezogen wird. Ziemlich cool gemacht, finde ich. Sieht richtig geil aus. Und man sieht, die Programmierer haben wirklich an alles gedacht. So, jetzt drücken wir einmal ganz schnell diesen Knopf. Denn jetzt müssen wir schnell sein. Nein. Okay, wenn man zu doll springt, dann geht er so ein bisschen in die Knie und kann nicht direkt so stark weiterspringen. Das muss ich mir merken, das wusste ich noch nicht. Dass wenn man, je höher er springt, desto mehr geht er auch in die Hocke und kann dann nicht direkt weiterspringen. So, jetzt aber. So klappt's und dann haben wir das auch geschafft, diese Hürde. Ging eigentlich mit der Zeit diesmal ganz gut. Und hiermit, ne, jetzt nehme ich erstmal wieder das. Ihr seht, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder die Welt drehen, damit es hier weitergeht. Das ist auch so, wir drehen jetzt hier und dann geht es hier nämlich weiter. Jetzt dreht sich wieder die Erde. Hier sind überall verschiedene Hindernisse, hauptsächlich Sägeblätter und unten. Seht ihr auch, beziehungsweise jetzt gerade links, und es wird gleich unten, eine Bahn, die unter Strom steht. Das heißt, da dürfen wir auch nicht drauf, dafür müssen wir gleich diese Kiste nehmen. So, die gleich automatisch angerutscht kommt. Da kommt sie. Wir sollen jetzt schnell runter hier drauf, so. Und dann gleich rüberspringen, sobald sich die Welt weiter gedreht hat. So, und... ich glaube, das war zu früh. Okay, es hat geklappt, Leute. So, aber das war eigentlich nicht geplant. Eigentlich soll man da an dieses, an diese Kette springen, die da war. Allerdings habe ich das jetzt einfach nicht gemacht. Habe zwar über das Sägeblatt geschafft, zwar nicht an die Kette, aber ich bin durch den Fall danach nicht gestorben. Dann so kann man es natürlich auch machen. Die Erde steht jetzt wieder hier, mit drehen wir es natürlich wieder. Ihr seht schon, das Hindernis ist, dass dann, wenn sich die Erde gleich dreht, auch früher oder später hier dieser große Stein auf uns zukommt. Das heißt, wir müssen da auch wieder schnell sein. Gleich. Darum müssen wir uns jetzt ein kleines bisschen beeilen. So, da kommt eine Kiste, die schieben wir hier lang. So, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Wir haben nicht ewig Zeit. Denn gleich kommt... Oh, oh. Nein! Mist. Okay, das ist in die Hose gegangen. Oh, oh. Nein! Okay. So geht dieses Rätsel nicht, Leute. Das könnt ihr euch aber wahrscheinlich auch schon denken. Ich habe gerade irgendwie keinen richtigen Sound, habe ich so das Gefühl, dadurch, durch diese Hintergrundmusik, die hier gerade ist. Man hört hier zumindest nichts. Ich habe nur diese Musik, aber auch wo ich gerade den Schalter betätigt habe, hat man nichts gehört. So, hier darf ich jetzt natürlich nicht zu weit schieben, jetzt aber schnell und ja, geschafft, sehr gut. Und dann geht hier wieder alles zusammen und das war's dann für dieses Rätsel. So, die Welt steht auch zum Glück wieder still, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ja, ich glaube schon. Leider habe ich gerade irgendwie keinen richtigen Sound durch die Kackmusik. Aber egal. Ich gehe jetzt hier erstmal weiter. Vielleicht geht dir die Musik gleich wieder weg. Und dann ist auch vielleicht der Sound wieder da. Und hier ist das Ende des Spiels. Da ist unsere Schwester. Die wir ja suchen. Ich habe euch ja im ersten Video gesagt, in diesem Spiel sind wir ein kleiner Junge, der unsere Schwester... der seine Schwester sucht, und jetzt haben wir sie gefunden, das ist sie, darum gehen wir auch direkt mal zu ihr hin. Aber scheiße, aus dem Rohr ist im letzten Moment noch eine Made rausgekommen und wir laufen wieder in die falsche Richtung von unserer Schwester weg. Tja, scheiße, so kann's gehen. Das ist natürlich mies jetzt. Aber was soll's, wir müssen jetzt hier weiter. Und ich werde das Ganze mal ein bisschen schneller machen. Aber wenigstens ist hier Licht. Und es kann wieder in die andere Richtung weitergehen. So, jetzt aber wirklich dann zu unserer Schwester hin. Das war jetzt natürlich gerade richtig schade. Man denkt, wir haben das Spiel geschafft und dann geht es doch noch in die andere Richtung. Allerdings dauerte es nicht lange, bis wieder
Licht kommt und wir sehen, jetzt hat sich die Map verändert und unsere Schwester ist leider nicht mehr da und wir haben es immer noch nicht geschafft. So ein Mist. Tja, so gemein ist dieses Spiel, wie ihr seht. So, jetzt warten wir eben und jetzt schnell hoch und durch. Sehr gut. So. Hier hängen wir uns ran. Kommen wir hier eigentlich ran? Na ne, wir können ja gar nicht nach links springen. Stimmt, habe ich vergessen. Wir können ja nur nach rechts, solange die Made auf unserem Kopf ist. So, allerdings können wir hier wenigstens die Made wieder loswerden, indem wir hier hochgehen und springen und zack, das war's. Jetzt ist die Made wieder weg. Jetzt muss ich aber gerade mal überlegen, gehe ich denn jetzt nach rechts oder nach links weiter? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt wieder zurückkomme, aber sieht gerade nicht so aus, als ob es wieder zurückgeht. Aber eigentlich möchte ich es mal versuchen. Guck mal, vielleicht kommen auch wirklich diese Kisten immer genauso, dass man hier nicht wieder wegkommt. Ich warte einfach mal ein bisschen, denn da war ja noch eine Leiter und eventuell kommt man an dieser Leiter sogar hoch. Aber es sieht wirklich so aus, als ob das hier extra so gemacht ist, dass man, dass das genau hier so läuft, dass man mit diesen Kisten nicht wieder zurückkommt. Ja, sieht so aus, als ob da, als ob nie so der Fall ist, dass das genau gerade unten ist, wenn eine Kiste kommt. Darum, ach komm, dann lassen wir es einfach. Sieht so aus, als soll man nicht wieder zurück. Obwohl mich da schon interessieren würde, was passiert, wenn man da diese Leiter hochgeht, die dann noch links war, wo ich gerade draufspringen wollte, wo mir dann aufgefallen ist, ey, geht ja gar nicht, solange wir die Made auf dem Kopf haben. Naja, egal. So, wir gehen jetzt hier an diese Leiter. Wir müssen jetzt hier natürlich höher. Da wäre auch wieder ein kleines Secret, dieses Ei da. Hiermit können wir die Richtung der, der Räder drehen. So, nein, das war es nicht. Wir müssen auf jeden Fall an diese Leiter hoch. Hoch an diese Leiter allerdings, dann müssen wir auch wieder die Dinger richtig drehen. Ihr seht gleich warum. So, jetzt schnell. Mist, das war nicht richtig. Das Problem ist, dass die sich halt noch so ein kleines bisschen überdrehen. Selbst wenn wir die Richtung ändern, die drehen noch so ein kleines bisschen aus. Und das müssen wir hier beachten. So, jetzt eventuell. Jetzt schnell. Nee, schon wieder nicht. Mist, ich muss früher die Richtung ändern. Denn ich weiß hier bereits schon, dass man die wieder in die andere Richtung drehen lassen muss. So, jetzt eventuell. So, und jetzt schnell hier dran. Nein, jetzt habe ich zu oft nach oben gedrückt. Mist. Und habe damit das Springen aktiviert. So. Jetzt müsste es klappen, theoretisch. Und ja, sehr gut. So, das war's. Jetzt seht ihr auch, warum wir wieder das zurück in die richtige Richtung drehen müssen, damit sich dieses Rad, wo wir jetzt drauf sind, in die richtige Richtung dreht, weil wir hier sonst nicht hochkommen. Das ist halt der Trick an der Sache, dass man die Richtung wieder zurück ändern muss. Aber naja, egal. Wir gehen jetzt hier erstmal hoch, so. So, jetzt müssen wir hier, glaube ich, wieder die Richtung ändern, oder? Nee. Aber ich frage mich gerade, wie man an dieses eine Secret mit dem Ei da rankommt. Weil das dreht sich hier ja alles falsch rum. Achso, man muss dann wahrscheinlich dieses Rad hier unten, das untere Rad, wieder in die andere Richtung drehen und dann irgendwie da hochkommen oder so, aber keine Ahnung. Werde ich jetzt auch nicht machen. Wie gesagt, die Eier bringen auf der PC-Version nichts. Und darum werde ich die auch nicht alle sammeln. So, ich gehe hier erstmal weiter nach rechts und gucke mir das Ganze an. Ach genau, hier müssen wir gleich auf dieses Ding drauf und damit rumfahren. Allerdings müssen wir hier erst oben an diesen Knopf dran und müssen natürlich hier hoch. So, dann werde ich das hier jetzt anschieben, damit wir hier erstens wieder hochkommen. So, und dann werde ich auch gleich das Ding hochfahren lassen. So, jetzt. So, damit das, wenn das oben ist, es geht nämlich automatisch gleich wieder runter, wie ihr seht, und dann schafft man nämlich diesen Sprung nicht. Mist. Okay, das heißt, ich muss, das ist zu früh wieder, wieder runtergegangen. Das heißt, ich muss da ein bisschen später das erst hochfahren lassen. So. Jetzt warten wir noch ein bisschen. So, jetzt hoch. Und Sprung! Ja, sehr gut, wir haben es geschafft. Wunderbar. Und jetzt geht es direkt an diesen Knopf hier. Und runter geht's. Und dann kann es hier auch losgehen. Oh yeah. Los geht die wilde Fahrt. Ich muss sagen, das erinnert mich jetzt so ein kleines bisschen an
Donkey Kong Country, weil da gab es ja auch viele Level, wo man hier auf so einer Lore war und damit fahren musste. Diese Lorenfahrten gab es ja früher in sehr vielen Spielen. Und, nein, nicht geschafft, Mist. Ich dachte, ich hätte es da geschafft, über dieses Sägeblatt rüber zu springen. Habe ich leider nicht. Das ist schade. So. Gehen wir weiter. Ja, sehr gut, geschafft. Wunderbar. Und jetzt kommen wir gleich zu der nächsten wirklich schweren Stelle in diesem Spiel, meiner Meinung nach. So. Und zwar ist es jetzt so, ich zeige euch das mal. Wenn jetzt diese Lore da unten gegen den Knopf fährt, dann geht hier der Strom an. Und dann können wir da oben nicht mehr lang. Und das ist richtig mies. Das heißt, wir müssen jetzt gleich sauschnell sein. Und man schafft das wirklich nur mit Glück. Also das hier ist eine der wenigen Stellen in diesem Spiel, die wirklich abartigst knapp bemessen sind. Ne, okay, so klappt's nicht. Oh, oh. Wie ging das denn nochmal? Ich weiß es gerade auch nicht, wie genau das war. Nein, wir müssen auf jeden Fall auf die andere Richtung. So. Und ich glaube, wir müssen das so ein bisschen in diese Richtung schieben. So, damit das noch in diese Richtung fährt. Und jetzt haben wir, glaube ich, genug Zeit, hier wegzukommen. Sprung! Ja, sehr gut. So klappt es. Hat sogar locker geklappt. Sehr gut. Hier wird sich jetzt voraussichtlich wieder die Welt drehen. Sehr gut. Da fängt auch direkt an, diese Lampe hin und her zu schaukeln. Was das Ganze hier natürlich ein bisschen schwerer macht. Aber egal. Wir müssen hier auch wieder möglichst schnell weg, weil gleich so ein komischer Stein von links kommt. Jetzt Sprung hier ran und ja, sehr gut. Das haben wir schon mal geschafft. Der Stein kann uns schon mal nichts mehr tun. So, wo müssen wir jetzt hin? Das dürfen wir hier nicht hinfallen, sondern hier hoch. Sehr gut, das haben wir auch geschafft. Und jetzt hier oben. Ihr seht schon, man sieht hier wirklich wenig in diesem Spiel. Und dann kommt jetzt hier so eine Kiste runtergefallen. Gucken, wo wir mit da hin können, mit dieser Kiste. Gehen wir einfach mal... Na. Geh doch da hoch, du Idiot. So. Und jetzt Sprung nach rechts. Ach, und dann finden wir hier nur wieder so ein blödes Ei. Sehr gut, das brauchen wir aber gar nicht. Und dann können wir hier nämlich diese Kiste nehmen. Komm schon. So. Und die schubsen wir jetzt hier runter. Gehen dann selber auch hinterher. Und können dann hier gefahrlos nach unten. Sehr gut. Das hätten wir geschafft. Ich will gerade mal was gucken. Einen Augenblick. Ah, alles klar. Es kann weitergehen. Hä, warum kann ich mich jetzt nicht bewegen? Ach, ich habe die falsche Taste gedrückt. Okay. Ich wollte nach rechts laufen, habe nach unten gedrückt. Ich wundere mich schon, warum ich nicht nach rechts laufen kann. Aber egal. So, hier kommen wir zu der nächsten gefährlichen Hürde. Und zwar Turrets. Ihr seht sie ja. Sobald wir in diesen Strahl gehen, fangen die an zu schießen. Und die verfolgen uns sogar auch. So. Oh. Nein, ich dachte, da hätte schon aufgehört, weil ich ganz schnell nämlich nach rechts will. Da habe ich mich jetzt leider voll mies zerschießen lassen. Aber ihr seht, man hat immer ein kleines bisschen eine Zeit, hier wieder wegzukommen. Allerdings ist das größte Problem ist eigentlich dieses Ding hier unten, das Turret, was hier unten ist. So. Mist. Wir müssen das nämlich zerschießen. Ihr seht, nachdem jetzt das eine Turret einmal hier drauf geschossen hat, braucht dieses Turret hier unten jetzt. Und wir können es jetzt aber komplett töten, indem wir drauf schießen lassen. Sehr gut, jetzt ist das untere schon mal weg. Das heißt, wir können jetzt ohne Probleme hier lang. So. Sonst hätte uns das nämlich auf diesem ganzen Weg hier nach rechts, hätte uns das zerballert. Der Laserstrahl, der ist wirklich unendlich lang, bis er an eine Wand trifft. Und bis hier hinten hätte uns das Turret dann zerballern können. Naja. Wir gehen hier erstmal runter und jetzt haben wir hier wieder... ja, wieder ein paar Rätsel hier mit so einer Leiter, wo wir nicht rankommen. Und wir haben zwei Kisten. So, unsere erste Aufgabe ist es natürlich, irgendwie eine Kiste nach da oben zu bringen, damit wir hier weg können. Das ist ganz leicht. Wir machen hiermit einfach das Magnetfeld an und dann geht die eine Kiste nämlich nach oben, kommt allerdings wieder runtergerutscht. So. Das heißt, wir müssen jetzt selber da irgendein... So meine ich das nicht.
Ach schade, ich dachte, ich hätte jetzt eine Kiste da so schieben können. Ich muss gerade mal überlegen, wie ich hier überhaupt wieder wegkomme. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Okay, ich habe mir was überlegt, ich musste gerade kurz überlegen. Ich gehe jetzt aber einfach mal auf die andere Seite hier. Und warte jetzt, bis die eine Kiste wieder unten ist. Da ist sie. So, jetzt werde ich das hier mal hinschieben. So, und jetzt rollt das Ding nämlich langsam, gleitet das nach unten. Und in der Zeit werde ich die Zeit nutzen, um hier hochzukommen. So, und jetzt kommt nämlich dann gleich die eine Kiste hier hoch. Was auch ganz witzig ist, das scheint hier alles mit Magneten zu sein. Und diese Kisten, die wir hier rumschieben, die scheinen irgendwie metallisch zu sein und nicht aus Holz oder so. Sonst würde diese Magnetbahn diese Kisten ja überhaupt nicht beachten. Und die könnten eigentlich gar nicht so weggeschleudert werden, weil wir selbst als Person können ja auch ruhig in diesem Magnetfeld stehen und es passiert gar nichts. Darum müssen diese Kisten eigentlich irgendwie metallisch sein. So, hier geht es jetzt auch wieder nicht weiter ohne Kisten. Die brauchen wir jetzt also auch. Darum müssen wir jetzt wieder hier nach unten, weil wir jetzt auch noch die zweite Kiste irgendwie da hochbringen müssen. Das werden wir heute aber nicht mehr machen. Ich werde jetzt hier erstmal eine Pause machen und wir sehen uns dann morgen wieder mit Let's Play Limbo. Ciao, Leute.